Ja, herzlich willkommen. Schön, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt. Ich bin hier heute in der Parfümerie Heudorf und neben mir steht die Angela. Hallo. Und wir werden heute ein paar Düfte aussuchen und testen, die ihr hier im Sortiment habt. Ja, da freue ich mich schon drauf, Kai. Genau, super. Also wir stehen ja auch schon vor einer Marke. Wir haben da eben schon kurz so ein bisschen drüber gesprochen, dass wir die Marke Alexandre J aussuchen möchten. Ja, die finde ich total klasse, weil sie einfach vom Preisgefüge her sehr erschwinglich ist. Mhm. Und da stelle ich dir schon mal einen Duft raus, den ich jetzt zur Jahreszeit ganz, ganz toll finde. Okay, ja. Cool. Also anfasst finde ich auch eine Weltklasse-Marke und da liebe ich persönlich den Jana. Mhm. Den zeige ich dir heute mal. Dann finde ich jetzt zur Jahreszeit natürlich ideal den Isola Blue von Roger Duff. Mhm. Sagt er dir was? Den Isola Blue kenne ich sehr, sehr gut. Ja. Wie findest du ihn? Ich finde, es ist die einzig richtige Entscheidung, dass sie diesen Duft zurückgebracht haben. Ja. Weil er irgendwie auch seitdem so ein bisschen anders riecht, bilde ich mir ein. Also es ist irgendwie stärker, intensiver und trotzdem dieser super schöne Zitrus. Also dem kann ich nur zustimmen. Du weißt ja, dass die Aussage ist, er ist identisch, aber ich finde es auch nicht. Seitdem er hier in diesem Flakon ist, finde ich ihn noch um Klassen besser. Aquila Absolue. Mhm. Wie findest du den? Finde ich einen Weltklasse-Duft. Also wirklich ein tolles Parfum für Leder-Oud-Fans. Schön fruchtige Note. Der Flakon ist ein absoluter Traum. Finde ich auch. Habe ich den mal gerade. Vielleicht zeigen wir den auch mal hier in die Kamera. Also das ist wirklich mal ein absoluter Traum von einem Flakon. Kann ich wirklich nur zustimmen. Das Einzige, was ich ein bisschen einen Nachteil finde, ist die Schwere vom Flakon. Findest du das schlimm? Ja. Ich finde, das ist das Alleinstellungsmerkmal. Ja. Aber ich denke, wenn da mal ein Deckel auf den Fuß fällt oder so, dann ist der Nagel vielleicht. Dann ist der Fuß kaputt, ja. Ja. Genau. Aber sonst finde ich ihn toll. Und auch hier die Marke Spirit of Dubai, die sagt ja bestimmt was. Ja, die sind ganz fantastisch, ja. Ja, da liebe ich persönlich den Turat. Mhm. Was sagst du dazu? Habe ich jetzt nicht mehr so im Kopf. Ich bin ja persönlich ein Fan von den Maidern, den liebe ich und kenne ihn aus in- und auswendig. Echt? Ja, genau. Warum? Was gefällt dir daran so? Dieses sehr, sehr dunkle, ledrige einfach, was der hat. Da finde ich den hier jetzt ein bisschen weicher, ein bisschen cremiger. Genau. Und die Oud-Note ist wirklich tragbar bei dem. Ja. So, ich glaube, wir haben so an die 5 Düfte. Ich meine, was nicht fehlen darf, natürlich. Da wären wir ja schon wieder am... Wenn du da bist, dann ich darf ja der nicht... Hier, ja, genau. Richtig, dann darf der natürlich nicht fehlen. Den kann ich nur empfehlen. Oud 31 von Kai. Genau, muss man auch nochmal an dieser Stelle dazu sagen, dass Heudorf ja jetzt seit, wie lange habt ihr den? Seit 2 Monaten ungefähr? Ja, so ungefähr. Genau, ist Oud 31 hier verfügbar. Das heißt, wenn ihr aus dem Raum Stuttgart kommt oder hier in der Gegend seid, kommt gerne mal hier vorbei in der Büchsenstraße und schaut euch den mal in Ruhe dann an. Weltklasse, wirklich. Am Anfang sehr oudlastig, aber man riecht, dass er hinten raus trotzdem diese warme Sandelholznote hat. Genau. Also ich bin wirklich. Ja, wird immer schöner. Ja, total. Okay, so gut, da wären wir dann mit den Düften und ich würde sagen, wir fangen einfach mal der Reihe nach an, dass wir ein bisschen darüber sprechen, was die Düfte so können. Toll, dass wir hier direkt auch mal eine günstige Marke haben, das sieht man ja sehr, sehr selten im Nischenbereich, dass die Düfte doch dann zum erschwinglichen Preis, dass man die bekommen kann. Ich finde es auch sehr, sehr wichtig. Das ist wirklich ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis. Da hat man einen schönen Duft, der am Anfang ein bisschen zitrisch ist, der hat ja Mandarine, der hat Bergamotte mit drin, kriegt aber nachher eine schöne, warme Note. Also der eignet sich jetzt, nicht unbedingt heute, weil es nicht so warm ist, aber ansonsten sehr, sehr gut in der Sommerzeit. Okay. Und hält wirklich gut für das. Ja, wo liegt der denn preislich? Ich glaube bei 136, so in etwa 100 Milliliter Eau de Parfum. Also da kann man wirklich nicht jammern. Und ich finde, der Flakon sieht auch sehr ansprechend aus. Flakon ist auf jeden Fall ein Hingucker, genau. Ja. Finde ich schon. Dann schauen wir direkt mal rein. Der ist schön. Der ist schön, ja. Der ist unheimlich frisch am Anfang, aber nachher, das riechst du schon. Der wird schon ein bisschen cremiger dann, weil da der ist ja cremig, auch Vanille mit drin. Ja. Der ist schon toll. Ja, vor allen Dingen hat der, also du riechst auch direkt, dass der lange hält. Das ist nicht ganz spannend, das ist so. Also wirklich von der Konzentration her kann man nicht jammern. Richtig gut. Ja, Mandarin Sultan von Alexandre J. Sehr, sehr cool. Auch ein frischer Duft, aber ganz anders ist da der Isola Blue. Genau. Wir haben gerade schon kurz gesagt, der ist ja zurückgekommen. Also der war ganz lange weg. Ich glaube 2 Jahre oder so haben die den nicht. So in etwa, ja. Haben die den nicht gehabt. Und, was ja ein Jammer war. Was wirklich ein Jammer ist, weil das ist somit einer der schönsten Sommerdüfte im Nischenbereich, die man sich holen kann, finde ich. Finde ich auch. Haltbarkeit sensationell. Unfassbar.
Und ja. Der ist so fein, gell? Der ist so fein, ja. Und der ist nicht so typisch zitrisch. Der hat so eine Eleganz, finde ich. Genau. Duft. Mich persönlich erinnert der immer so ein bisschen an so einen Louis Vuitton Imagination, weil ich glaube, da ist auch Tee drin oder sowas. Ist auch mit drin, genau. Ja, genau. Ja, es ist von der Duftrichtung her sicherlich ähnlich. Ja, aber halt auf einem absoluten Weltklasse-Niveau, ne? Ja. Das muss man sagen. Also ich finde die Düfte von Rocher sowieso Weltklasse. Ja. Das ist einer meiner Lieblingsparfümeure, muss ich leider gestehen, aber ja. Sensationell. Ist auch krass, dass alles, was Rocher anpackt, wird eigentlich irgendwie ein Erfolg. Ne? Also ich kenne keinen oder nur ganz wenige Düfte, die irgendwie eingestellt wurden, weil sie nicht laufen. Weil das die eigentlich korrekt. Alle extrem gut performen auch. Ja. Total. Und die Flakons, ich meine. Sie haben was geändert, ne? Die sind anders heute. Ja, ja. Sie sind ein bisschen weicher, liegen besser in der Hand. Finde ich gut. Gut, dann kommen wir zu Spirit of Dubai. Ihr seid ja auch die Einzigen in Stuttgart, die das haben. Zum Glück, ja. Genau. Da sind wir auch froh drüber. Ja, kommt auch bald noch ein bisschen mehr dazu. Also die schicken mir tatsächlich von dem Marketing her, schicken die mir jetzt auch einen Flakon, glaube ich, zu. Welcher? Und der Lovers? Den Lovers bekomme ich und dann darf ich mir von den normalen, darf ich mir, glaube ich, noch was aussuchen oder so. Da bin ich mal gespannt, ob es vielleicht nicht der Turat wird für dich. Genau, richtig. Wobei Rimal ist auch toll. Ich finde den sehr, sehr schwer in Worte zu fassen. Also ich glaube, ich habe noch nie so einen Duft in so einer, das ist ja fast in dieser Kombination nicht, gerochen. Weißt du, also dieses, wie du meinst, dieses Gourmandig am Anfang, dieses Süße. Ja. Und dann ist der aber auch nicht so zuckersüß, sondern eher so eine natürliche Süße. Ja. Aber man weiß nicht, wo es herkommt. Sind das jetzt Früchte? Ist das irgendwie ein Zitrus? Ich kann das nicht wirklich da in Worte. Da ist sicherlich Zitrus und Früchte, getrocknete Früchte sind Ja, sowas in die Richtung, dabei. Ja. Also und dann halt im Hintergrund das Oud, ne? Das riecht man sehr, sehr deutlich raus. Also ich finde die Wärme, die er dann bekommt, ist total Wahnsinn. Klasse. Ja. Und er hält, also den riecht man wirklich auf Kleidung ewig. Okay. Wirklich, wenn man da den Kleiderschrank aufmacht und man riecht das, dann kriegt man sofort was ab, ist echt krass. Toll. Ja. Finde ich auch immer sehr, sehr gut. Genau, für die Leute noch infomäßig wichtig, es gibt ja zwei verschiedene Kollektionen von Spirit of Dubai, also diese rundlichen, die ihr seht, das ist immer so die erste Kollektion. Genau, First und Collection. Und die sind, glaube ich, auch ein bisschen günstiger. Die liegen so bei 250. Genau, ja, also wirklich ein tolle Leistung für den Preis auch. Ne? Ja, genau. Völlig berechtigt eigentlich. Gell? Ja. Gut, dann haben wir den Aquila Absolut, ein sehr, sehr besonderer. Den liebst du ja, den, oder? Wirklich, also head over heels bei diesem Duft. Ja. Ich bin ja auch persönlich ein sehr großer Fan von Tuscan Leather, immer schon gewesen. Okay. Und deshalb habe ich ein Faible für Düfte, die so mit Himbeere und dunklen Noten spielen. Bei dem Duft finde ich cool, dass er so unfassbar fein differenziert ist. Also ähnlich wie bei Roger ist auch Electimus, finde ich, immer sehr, sehr fein und da riechst du einfach auch die Qualität raus. Man riecht ja die Kunst der hohen Parfümerie. Ja. Die hohe Kunst der Parfümerie riecht man sofort auf jeden raus. Fall. Gell? Ja. Und es ist nicht zu, die Himbeere ist nicht zu überladen. Nein, überhaupt nicht. Also wenn man jetzt denkt, Himbeere, Oud, vielleicht Tuscan Leather oder Ombre Nomade, das ist auf gar keinen Fall viel feiner. So simpel wie diese Düfte. Ne? Viel, viel feiner. Richtig schön. Genau, Gerani, Rose, Veilchen, Labdanum. Das macht den Duft ja auch ein bisschen frischer. Das macht ihn so viel, so viel luftiger auch. Ja, ne? Ja, nicht ganz so schwer. Und trotzdem extreme Haltbarkeit bei dem. Also hast den schon selbst den rieche ich über Tage hinweg. Ja? Ja? Mhm, wirklich, ja. Also ich höre es von der Kundschaft, die bestätigen das, dass der sehr, sehr lange hält. Ja. Ich selber habe ihn nicht getragen. Ich würde ihn auch eher, glaube ich, für abends nehmen jetzt im Moment. Definitiv. Gut, dann wieder das Thema, wo wir bei Düften sind, die lange halten. Ja, haben wir natürlich auch noch ein Schätzchen jetzt hier, was tatsächlich auch eine gute Weile hält. Ja, kann ich bestätigen, habe ich selbst getestet. Hast du ihn auch selber getragen? Ja. Okay, ich sehr cool. Ich probiere immer gerne selbst aus. Und das war mir wichtig mit dem Oud auch, weil ich finde, am Anfang ist er ja sehr, sehr Oud-lastig und da wollte ich wissen, wie er nachher auf der Haut ist. Ja. Das geht nachher schon ein bisschen zu. Voll, voll. Vor allen Dingen ich persönlich, jetzt haben wir hier wieder die Teststreifen. Mhm. Ich finde das eigentlich, immer wenn ich den jetzt neuerdings zeige, empfehle ich den Leuten, das wirklich auf der Hand zu tragen. Viel schöner. Weil es sich echt, also das ist, ich hätte nicht gedacht, dass das so einen krassen Unterschied macht, aber dieser Duft hier kommt original auf der Hand oder auf der Haut viel, viel schöner rüber als auf dem Teststreifen. Ist so. Also ihr habt ja zum Beispiel auch Proben hier, also wenn jemand dann sich wirklich, wirklich dafür interessiert und das auch mal länger testen möchte, der kann dann bestimmt auch mal fragen. Genau. Höflich, genau. Ja. Toller Duft, wirklich. Ist dir gut gelungen. Mir ja nicht, sondern, naja, aber es war deine sondern Idee. Dem Parfümeur, genau. Ja.
mit einer Idee, oder? Wie ja, natürlich. Du da überhaupt? Genau, eigentlich wollte ich ja einen Duft für die Community machen, in so einer ganz, ganz kleinen Auflage, also maximal so 150 Stück. Okay. Und wollte das ja dann mit einem lokalen Parfümer in Deutschland machen, einfach so als Community-Projekt. Ja, und dann war es ja leider so, dass die Community doch den Duft sehr viel mehr gefeiert hat, sage ich jetzt mal, als, als das so geplant eigentlich erwartet war. Wir haben dann Vorverkauf gemacht. Und dann hat der damalige Parfümeur, ja, ich weiß nicht, so ein bisschen, ja, so ein bisschen vielleicht den Profit gewittert oder so, keine Ahnung. Wir sind ja dann auch im Streit auseinandergegangen, aber... Was ja traurig ist, ja, in so einem Fall, ja, aber gut. Das war dann der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, dann versuche ich irgendwie das zu retten und wen Neues zu finden. Und dann war halt Christian Carbonell plötzlich da und dann ging das halt doch. Das war dann gut. Das war dann wirklich so die gute Wendung, ja, genau. Ja. Aber auf der Haut, da hast du recht, auf der Haut wird er viel, viel weicher, viel, absolut, viel schöner. Ja, ja. Gut, der letzte Duft, den du da stehen hast, ist der Anfass. Ja. Und Asim ist, was mir bekannt ist, ist es einer der wenigen Parfümeure, wenn nicht sogar der einzige zertifizierte arabische Parfümeur. Mhm. Und das ist der Janna. Den finde ich so toll, weil der hat ja so was ganz Frisches dabei. Mhm. Riech ihn mal sehen, was du dazu sagst. Ja, dankeschön. Ja, ich finde, der ist... Was sagst du dazu? Ich finde das so toll, dass das Haus auch nochmal wirklich was Neues komplett bringt. Komplett Neues, ja. Total verrückt. Ich habe den auf der Messe zum ersten Mal gerochen im März und ich dachte mir, ja, das wird ein Erfolg, das Ding. Ich finde die Flasche schon der Knaller. Also die Flasche finde ich auch sensationell. Ja, aber der absolut. Duft und die Haltbarkeit von Anfass ist ja bekannt. Genau, das ist bekannt, ja. Und hier haben wir ja, glaube ich, Orange, ja. Moschus hauptsächlich. Also es ist ein sehr pudriger Duft, aber auch auf der anderen Seite sehr frisch. Ja. Und diese ganze... aquatisch auch, also ich finde nicht, dass er... Ja, so ein bisschen eine salzige Note so ist der Hintergrund. So ganz im Hintergrund. Man riecht sie nicht sofort, aber wenn du so zwei, dreimal hinriechst, dann merkst du, dass hinten raus so was Salziges kommt. Der hat schon was Besonderes, gell? Ja, bei Anfass ist ja auch so, also du bekommst wirklich auch sehr, sehr viel für dein Geld. Einen sehr schweren, wertigen Flakon. Die Umverpackung ist toll, die Haltbarkeit ist toll, die DNA ist toll. Also ist wirklich von dem Gesamtpaket her ist es einfach ein sehr, sehr schönes Haus, was man sich gerne auch zu Hause ins Regal stellen kann, ne? Guten Gewissens. Ich finde auch schon allein der Deckel. Ja, Deckel ist sehr cool. Ja, gut. Ich glaube, wir haben ja wirklich 6 schöne Düfte stehen. Absolut, ja. Welcher ist da dein Liebling, ausgenommen Dana? Das ist ja klar, dass das dein Lieblingsduft ist. Boah, das wird sehr, sehr schwierig, weil die alle so unterschiedlich sind. Ja, dann hätte ich dir tatsächlich spontan den gezeigt. Den hier gegeben. Sehr gut, ja. Frag mich nicht warum, aber das hätte ich sofort für dich ausgezeichnet. Okay, sehr cool. Ja. Gut. Ja, okay. So. Okay. Dann? Ja, dann danke ich dir recht herzlich. Ich habe zu danken. War sehr, sehr schön mit dir. Genau. Ich schaue mich jetzt noch ein bisschen in den Regalen um und guck mal, was ich noch so finde hier. Und ich möchte euch einfach nur auch ermutigen, ja, Leute, geht in Parfümerien rein, lasst euch beraten. Das ist immer wieder, finde ich, eine tolle Erfahrung, weil man einfach dann auch mal, wenn man Glück hat, so kompetentes Personal findet wie dich, die sich wirklich auch Zeit nehmen und ihre Erfahrung da einfach auch, Also ich mache es mit Leidenschaft. Ich liebe es einfach. Düfte sind für mich was ganz Besonderes. Ja. Und so sollte man das auch, glaube ich, handhaben. Nicht nur Duft nach Namen kaufen, sondern Duft nach Gefallen. Genau. Und nach Tragbarkeit. Richtig, genau. Ja. Sehr, sehr schöne Schlussworte. So. Das war's soweit. Ihr lasst dem Video bitte gerne Daumen nach oben, damit es euch gefallen hat. Kommt in die Parfümerie Heudorf, wenn ihr in Stuttgart oder in der Umgebung seid. Und ansonsten, genau, sehen wir uns gerne im nächsten Video wieder. Tschüss. Bis bald hoffentlich. Ciao.